Guten Morgen. Ich habe mir jetzt hier meinen Diffuser zurechtgemacht mit Orange. Das mache ich eigentlich immer morgens, weil Orange einfach so belebend ist und so motivierend ist und super gut ist. Nachmittags kommt dann hier Vergif rein, wenn die Kinder da sind, für ein bisschen mehr Geduld. Und abends dann Serenity zum Schlafen. So sieht das aktuell bei uns aus. Und nebenbei höre ich jetzt gerade, während ich so mich fertig mache und frühstücke, den Podcast von Madame Moneypenny, die ich nächsten Monat auch im Interview haben werde. Da freue ich mich schon sehr drauf. Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen kann ich sehr empfehlen, den Podcast. Ich bin gerade wieder einer meiner täglichen Routinen nachgegangen. Und zwar habt ihr es ja letztens im Interview mit Happy Dings schon gesehen. Das Interview verlinke ich euch gerne nochmal. Und zwar mache ich ja gerade ihren Kurs Nimm dein Glück selbst in die Hand. Das ist hier das Happy Book zum Kurs. Es ist ein 20-Tage-Selbst-Coaching-Programm und ich wollte das einfach gerne mal für euch austesten. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also ich setze mich hier jeden Tag hin und mache halt die Aufgaben des Tages zum jeweiligen Thema. Und was ich ja neu angefangen habe, ist, dass ich täglich Journaling betreibe, Tagebuch schreiben, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und ich hatte ja erst Bedenken, dass mir das echt schwerfällt, mir da so eine Routine zu entwickeln. Und habe ja im Dezember damit gestartet, dass ich an einer Journaling-Challenge teilgenommen habe, die vom 1. bis zum 24.12. ging. Das habe ich jeden Tag gemacht und daran schlossen sich ja die rauen Nächte. Und seitdem schreibe ich wirklich fast jeden Tag. Es gab vielleicht in dieser ganzen Zeit drei, vier Abende, wo ich nicht geschrieben habe, beziehungsweise ich schreibe auch manchmal tagsüber. Kommt drauf an, wie es einfach gerade passt, aber ich schaffe es tatsächlich und ich muss mich nicht irgendwie dazu überwinden. Ich freue mich sogar darauf. Ich schreibe jetzt aber nicht so: Hallo, liebes Tagebuch, heute habe ich Nudeln gegessen. Und ich bin auch nicht so ein Fan von, wo ich jeden Tag dasselbe aufschreibe. Also jeden Tag drei Dinge, für die ich dankbar bin, jeden Tag meine Ziele aufschreiben. Jeden Tag meine aktuellen Glaubenssätze aufschreiben oder. Also auf sowas hatte ich keinen Bock, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und während der Challenge und auch während den Rauhnächten hatte ich ja Fragen, die es zu beantworten galt. Allerdings, jetzt danach wusste ich nicht, wie ich weitermachen sollte. Und mir wurde aber eine App empfohlen, die zeige ich euch jetzt gleich mal und die benutze ich. Da gibt es jeden Tag eine Frage, die man beantworten kann, über die man schreiben kann. Und genau das ist es ja, was ich möchte. Mir Fragen stellen, die ich mir sonst nie stelle. Auf Probleme bzw. Lösungen kommen auf eine ganz andere Art und Weise. Und dieses Schreiben tut mir einfach so unglaublich gut und es macht halt echt mega Spaß. Und ich zeige euch jetzt mal noch, wie die App heißt. Und zwar ist das hier Question Diary, Fragentagebuch. Und da gibt es dann halt jeden Tag einfach eine neue Frage. Auch so ganz unterschiedliche Fragen. Und ja, das macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Und diese Fragen gibt es halt ein Jahr lang und nach einem Jahr werden die wieder wiederholt. Und da kann man dann mal schauen, wie sich eventuell auch die Antworten verändert haben. Ich sitze gerade an meinem PC und habe gerade die Werbepost für meine neue Challenge fertig gemacht. Und zwar startet die am Montag und geht wieder 7 Tage lang. Und zwar ist das die Zeit für Veränderung Challenge. Und in dieser einen Woche werdet ihr jeden Tag Input und Übungen von mir bekommen, die euch den Weg ebnen und euch darin stärken, die Veränderungen in eurem Leben zu erschaffen, die ihr euch wünscht. Und dabei ist egal, was das für Veränderungen sein sollen und warum das bisher vielleicht nicht so geklappt hat. Und da freue ich mich schon sehr drauf und ich hoffe, ich kann da einigen helfen, denn es erreichen mich immer wieder Nachrichten, wo die Mamas sagen: Ich würde gerne und ich habe auch schon so oft angefangen, aber dann fehlt mir der Mut oder ich weiß auch gar nicht, warum ich dann immer wieder aufhöre, was mich blockiert. Und genau diesen Mamas möchte ich sehr, sehr gerne helfen. Wie gesagt, Start ist am Montag und das läuft wieder wie die meisten meiner Challenges, weil ich das einfach am schönsten finde, über meine WhatsApp-Coaching-Impulse ab. Das heißt, wenn du dort noch nicht angemeldet bist, dann kannst du das jetzt noch nachholen. Den Link findest du unten in der Infobox. Und du bekommst dann immer eine persönliche Sprachnachricht jeden Tag von mir. Das heißt, das ist keine WhatsApp-Gruppe. Niemand sieht deine Antworten. Also du kannst mir dort auch zurückschreiben. Das sieht niemand anderes außer mir. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich finde das dort immer sehr, 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 sehr schön. Wir sind auch schon sehr viele Mamas, mit denen ich dort in Kontakt stehe. Und ich würde mich freuen, wenn du ab Montag bei der Zeit für Veränderung Challenge dabei bist.
Ich habe die Woche ein paar Parfümproben zugeschickt bekommen. Und zwar ist das 100% vegan. Und deswegen wollte ich euch das gerne zeigen. Das war ein ganz cooler Prozess. Ich habe in so einem Generator im Internet quasi Düfte angegeben, die ich sehr mag. Also jetzt zum Beispiel irgendwas von Paco Rabanne oder irgendwas, ne? Also ein Duft, den ihr kennt, der halt nicht vegan ist, hat man dort angegeben und hat dann angezeigt bekommen, was diese Marke, ich weiß halt nicht genau, wie man es ausspricht, Xax, für Alternativen hat. Und da sind bei mir dann diese vier Düfte zustande gekommen, aufgrund denen, was ich mir da an Originaldüften zum Beispiel ausgesucht habe. Das ist 44. 54, 12 hatte ich gestern drauf und 24 wahrscheinlich und 24, genau. Und die riechen alle unglaublich gut, wirklich durch die Bank weg unglaublich gut, sehr, 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 sehr lecker, halten sehr lange an. Also die kamen halt den einen Tag an. Und ich hatte dann erst abends Zeit, die auszupacken und habe sie dann natürlich abends alle ausprobiert. Und ich roch morgens tatsächlich noch danach. Also sie riechen sehr gut. Ich bekomme keine Kopfschmerzen davon. Sind alles sehr blumig, fruchtige Gerüche, weil ich das halt einfach mag. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mir die auf jeden Fall nachbestellen werde. Genau, also hier steht das nochmal, dass die halt wirklich 100% vegan sind. Und die sehen auch schön aus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Genau. Und aufgrund dieser Pröbchen weiß ich ja jetzt, was mir gefällt, was ich dann quasi also nachbestellen kann. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und ja, den Tipp wollte ich euch einfach sehr, sehr gerne geben. Ich verlinke euch da mal unten zu was in der Infobox, falls euch vegane Parfüms interessieren und ihr euch das gerne mal anschauen wollt. Auch für Männer. Ich wollte euch gerade gerne mal zeigen, weil ich gerade eine halbe Stunde gelesen habe, was ich denn aktuell gerade lese. Ich tue mich gerade sehr, sehr schwer, passende Bücher für mich zu finden. Irgendwie jedes Fantasy-Buch, was ich im letzten halben Jahr angefangen habe, hat mir nicht gefallen, habe ich abgebrochen. Was ich durchgelesen habe, wenn ich es gelesen habe, waren so echt so Belletristik-Sachen, also so Frauenromane oder so lustigere Sachen, was sonst eigentlich immer gar nicht so meins war. Also ich glaube, ich muss mich neu orientieren, was so meine Lesethemen anbelangt. Was aber, wenn mich das Thema interessiert, immer geht, sind Ratgeber. Und das ist ein Buch, das habe ich bestimmt schon ein Jahr in meinem Schrank liegen gehabt. Und jetzt war mir irgendwie danach, das zu lesen. Und zwar ist es dieses hier. Ja, das Cover ist manchmal schwierig, wenn das so im Wohnzimmer liegt und alle sehen. Und zwar ist das von Doris Christinger, Auf den Schwingen weiblicher Sexualität, eine Liebesschule für Frauen aus dem Piper Verlag. Wen sowas interessiert, es liest sich sehr, 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 sehr gut. Und ich liebe ja diese Bücher, wo du dann, ah ja, stimmt, ah ja, cool, ah ja, richtig, ach so. Und das hatte ich bisher ganz, ganz oft bei dem Buch. Und ist wirklich überhaupt gar nicht anrüchig oder zu spirituell geschrieben oder so. Richtig, richtig schön. Vorhin war so ein Abschnitt, da hat eine Frau von einem Erlebnis mit ihrem Partner geschrieben. Sie hat halt quasi, die nehmen sich halt einmal die Woche einen Abend für sich Zeit und das sieht ja bei den meisten von uns dann so aus, also bei mir jetzt nicht, aber bei anderen, dass man dann irgendwie eventuell mal zusammen essen geht, aber die meiste Zeit dann eigentlich nur vorm Fernseher sitzt, vielleicht sich noch unterhält, wenn man Glück hat. Und bei ihr war das halt wirklich so, sie war in dieser Woche halt dran, sich da was zu überlegen und hat die Badewanne eingelassen, das Badezimmer voller Kerzen und Blumen. Und hat, ihr kennt doch diese Tabletts, die man so auf die Badewanne stellen kann, da halt ganz viele Sachen zum Essen drauf gebaut. Und die haben halt zusammen gebadet und da zusammen gegessen und sind dann aus der Wanne ausgestiegen und haben sich gegenseitig noch mit Öl massiert. Und that's it. Normalerweise würde jeder in seinem Köpfchen, dass das ja dann logischerweise im Sex endet. Und das hasse ich so, dieses Vorhersehbare oder es muss zwangsläufig im Sex enden oder. Das baut immer so einen Druck auf und ich finde, das nimmt auch die Romantik und die Spannung und das Schöne. Es geht ja um das Sinnliche. Es geht ja nicht darum, einem Ziel hinterher zu hecheln, dass es so, es muss einen Orgasmus geben, es muss Sex geben. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Sinnlichkeit, die in all uns Frauen ja einfach lebt und einfach wieder mehr gelebt werden will. Und jetzt schweife ich schon wieder zu sehr ab. Ich wollte euch eigentlich nur das Buch empfehlen. Ihr Lieben, ich habe eine kleine Bitte an euch.
Und zwar würde ich all diejenigen bitten, die entweder mein E-Book für mehr Energie in deinem Mama-Alltag bereits gekauft und gelesen haben und oder auch mein Kinderbuch bei Amazon bestellt haben. Diese Leute würde ich um eine Rezension bei Amazon bitten. Also, dass ihr schreibt, wie euch die Bücher gefallen haben. Sowohl das E-Book als auch das Kinderbuch. Ich verlinke euch beides nochmal unten in der Infobox. Und ihr sollt natürlich auch was davon haben. Deswegen habe ich mir überlegt, alle, die eine Rezension schreiben oder auch schon geschrieben haben, schicken mir davon einen Screenshot und bekommen dafür von mir einen Audiokurs kostenlos zugeschickt. Einen eurer Wahl. Ihr könnt euch einen der vier aussuchen. Ja, das würde mich einfach sehr freuen, weil ich weiß, dass schon viele, viele, viele das E-Book gekauft haben und auch schon sehr, sehr viele das Kinderbuch gekauft haben. Und mir würden diese Rezensionen auf Amazon wirklich sehr weiterhelfen und mir viel bedeuten. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch da 5 Minuten Zeit nehmt, um eine Rezension zu schreiben. Und dann, wie gesagt, macht einfach einen Screenshot davon, schickt mir das, und dann bekommt ihr von mir als Dankeschön einen meiner Audiokurse kostenlos zugeschickt. Genau. Das wollte ich noch sagen. So, meine Lieben, ich habe jetzt noch eine Live-Session zum Gruppencoaching für diesen Monat mit einer Gruppe. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Das macht immer großen, großen Spaß. Und danach bekomme ich noch Besuch. Und euch sage ich schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.